Hey, willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte einfach mal erzählen, was mir meinem Neffen, meinem Bruder und meinem Vater, also meiner Family quasi, vor ein paar Jahren mal widerfahren ist. Und zwar waren wir da auf einer Fototour. Ich, mein Vater sind Hobbyfotografen, wir fotografieren total viel und besonders gern fotografieren wir Lost Places. Lost Places sind, wie der Name schon sagt, so verlassene Orte. Also im Grunde genommen, das beste Beispiel für ein Lost Place ist Tschernobyl. Das sind im Grunde genommen runtergekommene Gegenden, wo keine Menschen mehr sind, wo sich die Natur das zurückerobert, so Zombie-Apokalypsen-mäßig. Und deswegen, also das ist total interessant und deswegen fotografieren wir sowas auch ganz gerne und gucken uns das gerne an. Das ist Urban Exploration, das ist auch ziemlich interessant und leider darf man solche Lost Places nicht betreten, weil es ist ja klar, das ist ja Privatgrundstück. Das sind Grundstücke, die gehören irgendwem und wenn du auf diesen Grundstücken irgendwie ums Leben kommst, keine Ahnung, die Decke fällt dir auf den Schädel von einem Gebäude oder du stirbst irgendwie anderweitig, dann ist das Problem, dann ist das Geschrei groß. So, naja. Aber als Fotograf geht man halt eben gewisse Risiken ein, jedenfalls als Hobbyfotograf. Und wir sind ja generell, wir sind auch nicht so, wir sind keine Weicheier, wir sind, sag ich jetzt mal so. Und deswegen denken wir uns, ach, drauf geschissen, merkt ja sowieso keiner. Wir machen ja nichts Schlimmes. Wir laufen ja nur rum und machen Fotos. So, und im Hintergrund, ich weiß nicht, ich kann ja ein paar Fotos einblenden von diesem Lost Place, von dieser Tour, von der ich erzählen will. Naja, und auf jeden Fall sind wir auf dieser Fototour in eine Kaserne, eine ehemalige Kaserne. Mein Bruder und mein Neffe waren mit dabei, weil die finden das halt auch ganz interessant, Urban Exploration. Und ja, und dann sind wir quasi zu dieser Kaserne gefahren. Das ist eine ehemalige russische Kaserne. Wir waren vielleicht auch ein bisschen naiv, weil dieses Gebiet wurde noch benutzt vom Militär und ist auch teilweise munitionsbelastet. Aber wir sind ja andererseits auch sehr vorsichtige Leute und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, ich meine, so schlimm kann das nicht sein. So, und dann sind wir da hingefahren, haben uns auch Foto-Equipment mitgenommen und so. Naja, und jedenfalls sind wir dann da hingefahren, haben ein paar, ich weiß nicht, im Dorf, da in der Nähe ist ein Dorf gewesen, da haben wir geparkt, sind dann zu Fuß hingegangen, haben vorher noch was gegessen und so, uns ein bisschen vorbereitet. So, naja, wir sind dann da reingegangen, sind da durch diesen Zaun durchgeklettert, sind ein paar Meter gegangen, ich glaube, weiß ich nicht, 10 Minuten. So, und irgendwann haben wir auf einmal Geräusche gehört und haben gemerkt, Scheiße, die machen gerade eine Übung. Und es war ja ein Truppenübungsplatz und dann sind da von Weitem haben wir auch Hunde gehört und Panzer sind da rumgefahren und da haben wir uns so gedacht, Scheiße, ey, ja, das ist bestimmt ganz weit weg. Ja, wir können hier trotzdem rumlaufen. So, dann sind wir ein bisschen rumgelaufen. Vielleicht, wir sind wie eine halbe Stunde, haben wir uns die Gegend angeguckt. Auf einmal, mein Bruder sagt so, Alter, Leute, ey, seht ihr das da? Und ich hab mir so gedacht, hey, was meint der denn? Dann hat er da hingezeigt. Auf einmal steht da so ein Bundeswehrauto, so ein krasser LKW. Und ich denke mir so, Alter, Scheiße, was jetzt? Ja, kommt, wir verpissen uns hier. Wir wollten noch überlegen, sollen wir doch hier weiterbleiben, ey? Ist doch scheiße, wir wollen Fotos machen. Aber, ne, wir sind total weit gereist, das sind bestimmt 200-300 Kilometer gewesen. Und da haben wir gesagt, so, nee, das machen wir nicht. Bevor die uns hier eine Anzeige reindrücken, gehen wir wieder zurück. Sondern sind wir zurückgegangen, durchs Gestrüpp da zwischen die Häuser durch. Auf einmal haben wir gemerkt, die sind gar nicht so weit weg, die sind voll hier in der Nähe. Ne, und dann sehen wir sind gerade so, wir wollen gerade auf die Straße gehen. Auf einmal hören wir, es war natürlich auch alles vollgewachsen, man hat auch nicht so gut gehört, wenn da welche waren. Auf einmal hören wir, fährt da auf einmal ein Auto lang auf der Straße, wo wir gerade drauf wollten. Mein Vater ist da sogar schon drauf gewesen. Und wir gehen auf einmal
Wir rennen auf einmal wieder zurück, so, Scheiße, ey. Die haben uns entdeckt, bestimmt. Die haben uns bestimmt gesehen. Wir gehen dann schnell um die Ecke. Auf einmal haben wir mitgekriegt, wie dann dieses Fahrzeug auf einmal angehalten hat. Und dann haben wir so erst realisiert, Alter, die haben uns entdeckt. Die sind da die ganze Zeit rumgelaufen und haben uns gesucht. Die haben gecheckt, dass wir da rumlaufen. So, und dann haben wir uns so gedacht, Scheiße, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, ey, wir müssen irgendwo hin, wir müssen uns irgendwo verstecken, Alter. Ja, egal, lass in irgendein Haus gehen. Ja, komm, dann sind wir losgegangen und sind dann da in dieses Gebäude rein und sind die in dieser Gegend gewesen und die sind diese Bundeswehrleute und das war unser kleiner Vorteil, die durften nicht in die Gebäude rein, weil die Gebäude einsturzgefährdet sind. Also natürlich, na, ihr kennt das ja, das ist ja immer so Sicherheitskram. Also die waren jetzt nicht wirklich einsturzgefährdet, also es waren natürlich noch massive Bauten, aber da die ja schon jahrelang leer standen, sollte man da nicht reingehen. Und das war unser Vorteil, weil sonst hätten die uns auf jeden Fall gefunden. Die wären ihm da reingegangen. Auf jeden Fall, laufen ganz schnell in dieses Gebäude rein, stehen da, alles ist natürlich voll mit irgendwelchen Sachen, überall liegt Glas, wir sind richtig langsam, sind wir da leise reingestapft. Auf einmal, und da sind auch Panzer rumgefahren in der Gegend. Und boah, Alter, das war so Adrenalin, Alter. Das war richtig heftig, Mann. Und vor allem unser Neffe, der ist zu dem Zeitpunkt war der irgendwie 8 oder 9 und ich glaube, der war 8. Und mit einem Achtjährigen, ne, was, wenn der Geräusche macht? Und dann stehen wir da so ganz leise. Und auf einmal hören wir, wie da Leute lang gehen. Ey, wir haben so Herzklopfen gehabt, das ist nicht mehr normal. Wir stehen da zu dritt, ganz leise gucken, richtig, auch nur auch alle so voll den ernsten Blick drauf, so richtig verängstigt. Und irgendwann wir haben bestimmt 10 Minuten, 15 Minuten haben wir da gestanden und uns nicht bewegt. Und wir wollten gerade sagen, so, wir wollten gerade, mein Vater wollte uns gerade flüstern, ja, so, lass uns rausgehen oder so, wir wollten gerade losgehen und gucken. Auf einmal hören wir von draußen, so 3, 4 Meter entfernt, ein Telefon klingeln. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern, was für ein Sound das war. Und auf einmal telefoniert der da so. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was der gesagt hat. Auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung. Und dann haben die da gewartet und von Weitem hast du Hunde gehört. Und das, also die haben uns jetzt nicht direkt gesucht, diese Hunde. Und die Panzer waren auch nicht wegen uns da. Aber dieses Feeling, Alter, das ist echt. Nee, ey. Du fühlst dich richtig wie so ein Verbrecher, der ausgebrochen ist, ey. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde gewartet, dann sind die auf einmal weg gewesen. Also man hat halt nichts mehr gehört. Dann sind wir ganz langsam. Also mein Bruder ist ganz langsam zur Tür, so an den Glasscherben vorbei. Es war echt schwer, das hat total lang gedauert, weil überall waren Glasscherben und hat dann ganz, ganz vorsichtig rausgeguckt. Oh, und dann waren wir erstmal ein bisschen befreit. Dann sind wir, weil da war dann keiner mehr, und dann sind wir ganz langsam raus, haben so rausgeguckt an der Eingangstür, ob da auch jemand ist. Und dann, Alter, dann sind wir schnell zum Auto gerannt, Alter. Ey, so schnell, wie wir weg waren, das kannst du gar nicht glauben, ey. Gott, Alter, das war so krass, ey. Deswegen, also, ey, wenn die uns erwischt hätten, dann hätten wir auf jeden Fall eine Anzeige gekriegt wegen Hausfriedensbruch. Vor allem, das war ja Kaserngelände, teilweise munitionsbelastet, ne? Aber so ist das, das tut man halt für ein paar gute Fotos, ne? Und unseren Neffen wollten wir halt mitnehmen. Weil wir wollten halt, dass er auch mal sowas sieht, dass er ein bisschen Abenteuer erlebt. Na gut, das war vielleicht ein bisschen zu viel Abenteuer. Aber das muss ich sagen, mein Neffe ist ziemlich reif für sein Alter. Der ist jetzt 11 oder so, ich glaube 11 ist er. Und also der überholt schon manchen 16-, 17-Jährigen. Also ist ein ganz korrekter, der ist echt cool drauf. Naja, auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall eine Erfahrung, diese Lost Place Tour. Natürlich, wir waren halt zur falschen Zeit am falschen Ort und ja, ist halt dumm gelaufen, ne? Aber glücklicherweise wurden wir nicht erwischt. Wir wurden nicht erwischt.
Wenn wir erwischt worden wären, hätten wir wahrscheinlich eine Anzeige gekriegt. Jetzt sowieso nicht mehr, weil es ist schon ein paar Jahre her und diese Kaserne gibt es auch so, wie sie war, nicht mehr. Ja, aber das ist halt so, als Hobbyfotograf geht man halt manchmal so ein gewisses Risiko ein. Falls ihr schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Je nachdem. Ja, das war's erstmal von mir. Macht keine Scheiße, geht nicht in irgendwelche Kasernen. Vor allem nicht, wenn die munitionsbelastet sind. So aufregend das auch klingt, das ist nicht schön. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.